Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy XI mit Alvib. Wir sind hier in den vor den Aquädukten, die ich nicht aussprechen kann so richtig. Und da gehen wir jetzt auch rein, weil wir müssen ja einen Minotauren besiegen. Dürften uns hier nichts tun. Das ist alles auf Level 40 ausgelegt. Weil ich jetzt hier mir nicht mehr sicher bin, ob wir damals gecapped waren oder nicht. Ich glaube, das war auch so ein Gebiet, das war auf Level 40 gecapped. Wir sind inzwischen uncapped. Aber da bin ich mir jetzt hier nicht mehr sicher. Werden wir eben im Bonusmaterial sehen. Weil auch diese Mission habe ich damals oder machte man mit einer großen Party. Ich glaube, man ist da sogar teilweise mit einer Allianz reingegangen. So. Ach doch, wir müssen die Leiter da drauf, oder? Ja. Das war jetzt die wichtigste Cutscene von allen. Dass man langsam die Leiter rauf geht. Genau, ah ja, hier waren Darrowmites, aber wir sind ja auch alles weak hier noch. So. Na komm, lasst mich durch. Früher hat man sich halt da durchgekämpft. Es gab irgendwie einen Trick, man konnte irgendwie starke Charaktere vorschicken, um den Minotauren zu besiegen, und dann und alle anderen, die konnten vorne warten, wurden dann da reingesaugt, glaube ich. So, mal kurz schauen. Ist der Minotaur? Wollen wir ganz kurz schauen. J3 Second Map. J3 Second Map. Second Map. Muss mal ganz kurz schauen. Ja, das ist Second Map. Wir sind hier unten. Genau, wir müssen jetzt da oben irgendwo. Da gab es auch wieder irgendein Rätsel, wie man da hinkommt oder nicht hinkommt. Aber vielleicht sehen wir das ja noch gleich. Die ganzen Symbole da auf der Karte haben wir bestimmt. Ah ne, die Dreiecke sind die Leitern, genau. Dreiecke sind die Leitern. Was ist die Plan? Ach so, genau, das B ist der Ausgang. Moment. Ja, in die Richtung muss ich weiter.
Ja, jetzt irgendwo, jetzt kommt's gerade wieder. Da muss man, genau, da rechts muss man rein. Okay, geht es auch jetzt. Ah, genau, deswegen habe ich. Hier muss man dann Bronze Keys farmen, aber ich bin Thief, ich kann auch Thief Tools nutzen, deswegen habe ich mir die gekauft, damit ich jetzt nicht irgendwie Schlüssel farmen muss. Kann man nur als Thief und ich bin in der falschen Stelle. Ich hätte da gar nicht durchgemusst. Ich hoffe, ich komme auf der anderen Seite. Ja, von der Seite komme ich durch. Genau, ich muss hier die Leiter drauf. Das ist der Vorteil, dass ich als Thief spiele. Das kann ich nur als Thief, der mit den Tools die Türen öffnen, muss eben keine Schlüssel farmen. Genau, und jetzt war's, glaube ich. Da rechts dann mal. Rechts entlang und den Weg hinter. Da muss man irgendwie halt dadurch. Lange ist es her, aber es kommt mir alles bekannt vor. Weiter. Und jetzt gehen wir. Und jetzt gehen wir da lang. Genau, und jetzt geht's links und dann rechts und dann müssten wir bei Minotauren sein. Ist er doch. Okay, er ist besiegt. Jetzt muss ich zur G8, G8, G8. Ah ja, genau, einfach. Dadurch. Da geht's nicht weiter. Genau, ich muss hier da durch und dann hier um diese Tür geht's. Noch hier frage ich mich, wie haben die ersten Spieler, die das gemacht haben, rausgefunden, was man tun muss? Ewig lang rumgeirrt, bis man irgendwann mal was gefunden hat. Weil das Spiel sagt einem ja nichts, dass es nach dem Minotauren hier noch weitergeht in der Mission.
einfach hier weiter den Gang entlang. Hier geradeaus, da ist von aus dem Gang sind wir vorhin gekommen. So, jetzt gehen wir nach Süden. Das ist die Tür. So, dann haben wir die Iron Door. Okay, und dann haben wir da hinten eine Leiter. Oh, it's you. Have you finished your task? Yes, it's done. It is done. A much easier battle than you expected, yes? Fortunately for you, I had cast an additional seal upon the creature. However, that task was merely a secondary objective. If my information is correct, our goal lies beyond this point. Okay. Kraxeln wir die Leiter hoch. So, wo sind wir jetzt? Genau. Jetzt müssen wir zu den nördlichen Korridor. Also hier lang. Okay, die geht auch gut, dass ich einen weiteren Schlüssel brauche. Passt. Das sind Fragezeichen. Wo ist das Fragezeichen? Da ist das Fragezeichen. Okay, erstmal hier. Und wo ist jetzt das Fragezeichen hier? Da ist das Fragezeichen, jawohl. Okay, walk around to the southwest corner and the room at F7. Ja, das ist richtig. Da muss jetzt hier eine Tür aufgegangen sein. Vielleicht habe ich zu lange gewartet. So. Schauen wir nochmal. Ja, genau.
zu F8. Naja. So. Jetzt mal. Genau, ich muss Öllampen öffnen. Und zwar basierend auf dem Tag. Wir haben jetzt Light's Day. Das bedeutet, ich muss Light and Dark anklicken. Eulamp, 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 Eulamp. Ja, aber woher weiß ich, welche Eulamp das ist? From South to North. Okay. Das bedeutet, ich muss die zwei nördlichen ich muss jetzt nur abzählen. Das sind 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Aber ist, dann mache ich jetzt erstmal hier. A symbol of fire? Ach so, okay, Moment. Nee, dann sind wir falsch. Okay. Dann muss ich die anderen nehmen. Okay, also die zwei. Darkness ist ein Symbol for Light and Craft. Und die Tür ist auf. Ja. Ah! Ich bin durch. Okay, sehr gut. So, this is the precious vessel. But what is such an important object doing in a place like this? In any case, it should prove to be a valuable asset. My only problem is that the circumstances have changed this time. What is it? You came here looking for me? Very well. Let us return to the safe vault. Okay. Dann gehen wir schon wieder zum Safe Vault. Moment, welche Tür war das jetzt? Das ist die falsche, dann müssen wir da rein. Okay. Drop E, Drop F. Okay. Wir gehen einfach nochmal wieder raus hier. So, dann müssen wir jetzt, glaube ich, die Lampe drücken. Ja. Moment. Darum geht's. Genau, wir müssen uns einfach wieder den Weg zurück. So, hier die Leiter wieder runter.
hier irgendwo runter. Da. Ja. Und dann gehen wir nämlich. Ich glaube, wenn wir da rein lang gehen, dürften wir auch zurückkommen. So, die Leiter wieder rauf. Ja, genau. Einmal hier nochmal durch die Gänge. Wir sind schon fast wieder im Safe Hold. Durchs Wasser warten. Es ist mit, auch wenn es eine etwas längere Laufmission ist, mit all die einfachste Mission gewesen in ganz Chains of Promethea. Wobei man sie früher nicht allein machen konnte, weil dieses Rätsel mit den Lampen, da musste man wirklich zwei Spieler gleichzeitig drücken. Und das Farmen nach dem Schlüssel war auch nervig. So, und dann sprechen wir noch mit Justinius. Da können wir teleportieren. Der war ja direkt bei Bombpoint 3. I can't believe you actually managed to slay that beast. It seems I have underestimated you. Those who reside here live in constant fear of monsters, so it is with glad hearts that we welcome stalwart heroes such as yourself. Oh, your timing is excellent. Our leader has returned. I'm back! Frisch, you are safe. You were gone so long, we were starting to worry. You wouldn't believe the hell I've been through. Listen up, you lot. A bunch of nasty critters have gathered on Cape Revern.
I'd keep away from that place if you like your organs on the inside of your body. Those monsters don't play nice. What's this? What is going on out there? Prish, I saw a weird cloud stretching out towards Capri Run. Do you have any idea of what it was? Oh, that. I just caught a glimpse of it, but I'm pretty sure that was the vapor trail of some huge goddamn dragon. But don't you worry your little heads about it. I'm going out again after I check our provisions. Huh? Huh? And this time I'm gonna head in a whole lot further. By the way, have any of you seen Justinius? There you are, Prish. Sorry to bother you right after you get back, but you need to take a look of what the cat dragged in. Two people have washed up on the Lurface Meadows. Castaways? It seems our guests have noticed the attention. What's with the getup? Someone from the mainland? Prish! That one had collapsed in front of the Eastern Caves. She was carrying an amulet, just like yours. What's that? An amulet like mine? She stole your amulet, Prish. We should hang her upside down off a cliff. Rotten thief. Ja, Thief bin ich, aber nicht rotten. You idiots, what do you think is this? Huh? Huh? You guys have screwed up again. Run! Flee! Exit stage left! But why would she have the same kind of amulet? Prish, listen to me. These two could be of some use. While you were away, they defeated the Minotaur in the aqueducts by themselves. Huh? Not too shabby. Guess we'd better welcome them on board then. I'm Prish. I'll be in my quarters, so drop on by later and say hi. Jo, das machen wir, aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut!